Und auch so ein Fuß, sag. Hast du gesagt, sag deiner Frau bitte, dass sie den Respekt, was du mir sein sollst, bitte, 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 okay, zwei ins Auto bleibt, bitte. In welche, in welche Auto denn? In welche Auto? In das graue vor. In welche, die vordere oder die hintere Auto? Die vordere, machst du noch so ein, eine behinderte Frage, hast du kein Bein. Nein, nein, weil das sind zwei Fahrzeuge, weißt du? Ich zähle bis drei, bis du schon auf dem Boden. Eins, zwei, vom Fahrerseite. Gut. Hey, guck mal, die schießen lustig. Ah, ja, alles gut. Let's go! Was für Vollidiot, ich check's nicht, ja. Wenn Katar an die Tür klopft, macht es Tach Tach. Tach Tach, alles oder nix macht. Tach Tach, Aslaks treffen sicher. Tach Tach. Alles gut für euch? Ein Loop, was gell? Wird? Ja, alles gut. Alles bittig. Also wir werden jetzt, ja, jetzt gerade nicht bedroht von den Herren, ne? Nein, 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 das ist nein, jetzt nein, auch keine Andeutung nein, darauf, dass wir jetzt bedroht nein, werden nein, von denen. Werdet ihr auch nicht. Nee, nee, alles nein, gut. Wir werden nicht... Ist alles gut, die Uf ist ja wirklich. Okay, reicht jetzt. Es ist das wirklich ist alles gut. Wir werden nicht bedroht. Ich glaube, ich höre dann erstmal 19 Punkte. Ich glaube, wir müssen los. Leute, bitte helfen Sie uns nicht. Bitte geht einfach. Ist jetzt alles gut, die Uf ist ja. Erstmal tief ja. Boah, ist irgendwo eine tote Katze oder ist das? Das ist Sarkan. Lass laufen, jetzt kommt der Special Move. Aber wenn ich hier jetzt dein Monitor hier, ne? Jetzt sieht man ja hier deins, wenn ich das auf Vollbild mache. Moment, ich teste gerade. Ich teste gerade nur, warte, Bruder. Ja, genau. Ach, warte mal. Ich bin ja auch voll dumm. Weil dann siehst du ja mich. Das macht schon überhaupt gar keinen Sinn. Bruder, was machen wir eigentlich? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil dann siehst du ja mich trotzdem. Ja. Ich hab auch nicht. Ich bin so los. Oder das ist übertrieben schwierig, ja. Oh, danke, Sangria. Danke, Sangria. Danke, Sangria. Danke. Hände hoch. Danke. Danke, jetzt hören wir Hände hoch und einsteigen. Sofort in dieses Auto einsteigen. Hände hoch und einsteigen. Das ist doch mein Auto hier. Du laufst mir. Ja, Danke, gefunden draußen. Danke. Nein. Danke, draußen gefunden. Tour Handy, alles Danke, Kofferraum, Danke. Sangra, kann gar nicht mehr. Danke, Sangra, Kofferraum. Handy, Fukere, Kofferraum. Danke, Sangra, ich sag jetzt keine zweite Mal. Los. Ja, scheiße gelaufen, wa? Ein bisschen für dich auf jeden Fall nicht, Kollege. Oh, danke, sei sie. Oh, danke, bist du behindert? Bitte was? Wow, wow. Danke, wa? Mein Auftrag jetzt, du fährst. Oh, danke, wa? Oh, danke. Oh, danke. Danke, du. Für dich, meine Bruder. Ja, meinst du, wir lassen uns ja meiner Weinbootgarage drohen, oder wie? Danke, Sangi, du bist ein toter Mann. Guckst du, ich mach das alles nur für Geld. Ich habe Familie. Ich habe kleine Geld Kinder. Geld hast du keine Familie mehr. Scheiße, wie redest du über meine Familie? Ich bin nicht so. Saban, ich bin's, Carlos. Amigo, bedroh den mal. Joblet, was geht? Kannst du diese Typen mit mir bedrohen? Der hat unsere Väter beleidigt. Ja. Yeah. Sieh, ich schwöre, der hat deinen Vater beleidigt. Ja, kein Problem. Ich bin ein Schuss, Digga! Ein Schuss bin ich, was soll ich machen, Digga? Du kleine Pussy.
Ganze einmal sauber machen, einmal den Weg. Ich hatte Streifen und am Arm. Jetzt ein bisschen brennen. Okay. Gott sei Dank. Ah! Ah! Am Arm! Ah! Schrei nicht so, du Fotze! So, ich tupf das auch ganz schnell wieder ab. Du Fotze, Hakan! Keine Fotze! Keine Fotze! Und sei ruhig, du Fanboy! Können sie vielleicht leise sterben, danke! Nein, Spaß, ich liebe dich! Nein, bitte behandeln sie mich schnell! Bitte. Ich dreh mich mal um, ja, ne? Machen sie einfach fertig, ja. Ja? Sagen sie Bescheid, wenn sie fertig sind. Ja. Du musst eigentlich schon zusehen. Ich glaub, der Kollege braucht ein Weilchen für, ne? Vielleicht braucht er Viagra oder sowas. Läuft anscheinend nicht so. Sollen wir ihm da was verschreiben? Nein, noch nicht. Nicht gucken, bitte. Nicht gucken. Wir brauchen noch kurz ein bisschen. Okay, wir sind fertig. Ich will mich so, ich verbinde ihn das jetzt nochmal, ne? Der mich mitnehmen. Bringt ihr mich in eine Gummizelle? Ach, ich glaube, wir müssen da mal ein Röntgen vom Kopf machen. Ich glaube, ihn hat ein Vogel auf die Mütze gekackt. Ich glaube, ich bin einfach schon wieder durch. Ey, warte mal, warte mal. Warte, ich will auch. Warte, das ist so ekelhaft Sachen. Ey, lass mich auch ausprobieren. Lass mich auch mit sich, wir gucken, wie das aussieht. Jetzt lacht er wieder, du hattest recht, Hakan. Ey, Digga! Ey, lass mal auch gucken. Ey, was glaube ich hier bekommen? Und sonst so, wie war Ihr Tag? Ganz okay, ich habe Pfandflaschen gesammelt. Was haben Sie nötig, Herr Schmidt? Meine Eltern, dann geben mir kein Taschengeld mehr. Ich habe original noch 800 Dollar auf dem Konto. Wahnsinn, Sie haben doch Sicherheit, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie doch einen Schlüssel von Ihrer Mar zu Ihrem Fahrzeug, oder? Ja, ein Fahrzeug macht mich ja auch nicht reich auf dem Konto. Nee, aber fahren Sie das Ding mal ein paar Mal gegen den Baum, mal gucken, ob das Taschengeld nicht von selber kommt. Das war nicht schlecht. Das wäre nicht mal, wie war Ihr Name gewesen? Herr Collins. Herr Collins? Genau. Dann sage ich, Sie haben mir das gesagt. Scheiße. Ich hab sie an den Eiern. Ich hab sie an den Eiern. Also Herr Collins, Sie können mir 10.000 überweisen oder das wird noch teurer für Sie. So, Frau Esfer, jetzt haben wir ein Problem, ne? Das geht nicht so, was Sie so machen, ne? Was ist denn los? Mama. Ja. Hakan. Ich war wieder Pfandflaschen sammeln und hab mir meine Hand geschnitten. In deinen Arm von Pfandflaschen? Ja, die eine war kaputt spitz gewesen. Ja, aber warum denn sammelst du denn Pfandflaschen? Er sagt, er kriegt kein Geld von ihnen, kein Taschengeld, nichts. Was ist denn da los? Also. Also, was soll ich denn dazu sagen? Die letzten Verbandschuhen hatte ich. Dass du mehr Geld hast als ich. Irgendwie 3, irgendwas Millionen. Ja, hatte. Ich wurde beklaut. Ja, aber wo ist das? Ich wollte sagen. Ich war, schon wieder hin. Ich war im Internet gewesen und dann kam so ein Affe und meinte, wenn du mir deine Kreditkarten gibst, dann tanze ich für dich. Und ich wollte, dass er für mich tanzt. Ja, ich hab kein Geld mehr. Guck doch mal, also ohne, dass ich das von der Mama komisch anhören soll, aber es gibt Frauen, die tanzen. Für bestimmt weniger Geld als 3 Millionen. Tanzen aber Sie der auch? Affe wollte für mich tanzen. Er hat nicht getanzt, ja. Ach, ein richtiger Affe, das war keiner. Das war keine Beleidigung-Affe, sondern. Das war eine Werbung im Internet gewesen. Ach nein, Hakan, dafür hast du 3,5 Millionen ausgegeben? Nein. Sondern noch nicht. Gar nichts, ich muss nur meine Daten hinschreiben. Und ja. Du hast das Geld abgezogen. Ja. Hat sich's denn gelohnt? Nee, der Affe hat ja nicht getanzt. Er hat nicht getanzt. Ja, ich meine ja Frauen, die getanzt haben. Das sind ja keine Frauen. Ich hab original noch 800 Dollar auf dem Konto. Was geht ab, Hakan? Ich fahre, ja. Der Herr ist weg vom Auto jetzt. Ey, Hakan. Der Herr ist weg vom Auto. Brauchst du noch einen langen Waffel? Einmal. Ja. Ich hab eine organisiert. Der Herr ist weg vom Auto. Okay, okay. Wir sind aus den Dinges oder was? Hast du fliegen? Ich fahr doch nur. Viel Spaß. Ja, dann will ich mitfahren.
Ein Scheiß! Uwe! Ich lebe dir! Genau 30 Sekunden! Ich lebe dir! Vogel in die Luft zu bewegen! Yo, im Rhythm of the Night klau ich dir dann deine Nikes. Heiß, Oberkörper frei gegenüber Fremde kalt. Zwischen Polizei und Jungs aus dem Viertel gibt es Streit. Wegen Kleinigkeiten geht hier um Prinzip oder Scheine. 2211 Horner Corner. Bass kommt aus Boxen nicht nur am 1. des Monats. Leute fallen hier in Ohnmacht.